Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich dir hässlich, was ist der Mann deines Lebens, der melde dich und schnell nehmen, hier ist kein Platz für dich. Es ist Freitag, also ist Warframe-Time und so. Ich mache einmal 5 Minuten Überleben, weil ich sonst nichts Besseres zu bieten habe. Aber egal. Ich suche einfach mal hier nach dieser komischen Dings da, nach dieser komischen Nikana-Stance, die ich dann eh wieder verkaufe, weil ich Nikana sowieso nicht spiele, weil ich eigentlich sowieso kein Nahkampf spiele. Und wenn dann höchstens nicht Dexvoris. Ja, ist ja voll Nahkampf, ne? Pistolen sind immer Nahkampf. Das andere. Wieso sehe ich am Anfang immer so matschig aus? Sondern das andere. Anti-Faltencreme vergessen. Ja, genau. Darkrai Prime würde ich höchstens spielen. Will er mich verarschen, der Typ? So. Lustig, jetzt ist anfangs immer schon mindestens eine LS schon da. Hauptsache, ich verliere die Runde einfach, weil der andere einfach nichts drauf hat. Der lernt auch nicht dazu. Wieso? Ich bekomme den einen down, den anderen und dann verloren, weil der andere einfach gestorben ist, weil er draufgeschossen hat und dann reflektiert wurde. Lol. Ja, was soll er sonst tun? Nicht draufschießen. Und er schießt auch auf mich, weil er so. Ach ja, ich habe jetzt im Übrigen die Volta Prime. Schaut sie euch an. Oh. Einfach nur HDX-Waffe, Alter. Stärkste Primärwaffe im Spiel. Lol, wir überleben das alle. Aua. Warum ist er schon wieder drauf gegangen? Keine Ahnung. Was kann der Typ? Hauptsache bis jetzt noch 100er Prezi. Egal, die mache ich gleich mal kaputt, indem ich hier erstmal daneben schieße. Vor allem noch mit Ankündigung. Ach komm schon, ich aktiviere jetzt hier einfach. Hallo, ich habe F gedrückt. Lol, er teleportiert sich einfach. So, ich geh jetzt mal hier hoch und dann lass ich's runterregnen. Jetzt schaut mal, wie cool Hydroid ist. Und bam bam bam. Jetzt bam 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 bam. Bam, bam. Bram. Bam, bam. Was ist mit Bram? Keine Ahnung. Kampft sich auf Bam. Echt? Tönnungsruhm. Diese Pussys, die sich immer hinter den Wurzeln verstecken. Level 14, wir sind schon ein Propaganda-Boss. Die heißen so gar nicht, aber die hießen mal so. Da fuck. Schon alles LS aufsammeln und die Nahkämpfer killen, weil die Nahkämpfer droppen nämlich die Nikana-Stance. Lol. Wenn ihr euch fragt, warum diese orange leuchten, nein, orange leuchten, das liegt daran, dass ich hier wieder Scanner gekauft habe und mein Sentinel hat es halt nötig, die alle zu scannen. Och shit. Was jetzt? Es hätte jetzt cool ausgesehen, hätte ich den dritten auch noch so weggenommen. Ich nehme dich weg. Ah. Ich finde es richtig cool, dass man mit Hydroid einfach so zwei Seiten gleichzeitig decken kann. Du machst auf eine einfach diese Einzelfähigkeit, die heißt wie? Tempest Barrage und dann kannst du auf die andere schießen, während auf die eine Seite einfach so das Wasser runterregnet. Top. Lol. Ach komm schon.
Ah, heute wieder ein Deathstream, cool. Deathstream. Also so geschrieben. Du kannst es jetzt nicht lesen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Freue ich mich ja drauf. Zwar nicht auf die 1000 Platin, aber ich hoffe, es gibt eine Goldkarte dafür als Alarm. Zack. Ach ja, was ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet, ist, dass es nach jedem Stream immer einen 24-Stunden-Alarm gibt. Entweder Gold- oder Silberkartoffel. Und es ist voll wie GG. Ich dachte immer, der... Ich drücke F und dann, nee, nichts passiert. Er hat einfach keinen Bock. So, wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt aktiviert habe, das liegt daran, dass ich jetzt rausgehe, weil wir 5 Minuten erreicht haben. Mit Standbild, lol. Standbild ist doch immer gut. Ja. Ja. Wie spawnen diese viele hier? Ist nicht normal. Zack, 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 zack. Zack. Okay, auf das LS scheiß ich einfach mal. Oh nein. Ein Eislieder. Hauptsache, ich bin wieder alleine gegen zwei, Mann. Oh. Dachte gerade, das Ding da wäre so ein. Nicht Propaganda-Bot, wie heißen die eigentlich? Regulator, genau. Das sieht einfach, weil die Dinger sehen immer aus, als ob das einfach wie so ein Sack. Ist der jetzt noch keiner Hydroid ist? Juhu. Hier ist es gleich Extraktion, das heißt, ich muss mich hier hinlegen. Achso, ich habe eh keine Energie in dem Fall. Ja, fuck! Dead lag. Warum können andere meine Verteidigung umgehen und ich nicht deren, Mann? Keine Ahnung. Die machen genau das gleiche wie ich, aber die gewinnen. Also ich bin jetzt hier voll der Pro-Mod-Camper. Mit der neuen Hitskill-Waffe. Rückwärtssalto und Extraktion. Wuhu. So, hat sich ja richtig gelohnt. Nicht, ach doch, Bolter Prime ist ein Level hoch, genau. Und Hydroid auch. Fällt mir gerade auf. Der Rhyme war gewollt. Mission complete. 100%, 100%, 101 Kills. Hauptsache jedes Mal, wenn man einen Kill mit der Volta Prime macht, zählt es als Nahkampfkill. Echt? Ja, bei mir schon. Ihr habt jetzt alle weiß auf schwarz. Meine Genauigkeit gerade mal 47%, obwohl ich fast jeden Schuss getroffen habe. Am Anfang jedenfalls. Ja, was mache ich hier überhaupt? Keine Ahnung. Ciao Leute, schönen Tag euch noch.